Ein wunderschönes Hallöchen. Ich bin's mal wieder, euer Matze 85 LP. Wir machen heute weiter mit der Produktion. Schnaps in die Anger bringen. Oder bzw. Wasser fahren. Sodass wir wenigstens hier ein bisschen am grünen Zweig kommen. Müssen wir uns jetzt mal ein bisschen sputen. Und daher haben wir heute mal richtig rein und laden uns auch mal das Wasser noch ab bei der Brauerei, Schnapsbrennerei und auch gleich noch mal bei der Malzerei, da sah es auch schon mal eng aus mit Wasser. Also werden wir heute noch ein bisschen Wasser fahren müssen. In der Hoffnung, dass wir zeitnah noch ein bisschen das Zeug über die Karte kriegen und hoffentlich das erste Geld verdienen. Daher sputen wir uns jetzt mal. Die sind jetzt weiter über die Karte und werden uns noch einiges erledigen müssen. Noch ein bisschen Geld verdienen und hoffentlich gehen es mal ausgeben. Denn die Runden waren ja schon mal teuer genug. Und daher müssen wir jetzt mal ein bisschen sputen. Und fahren nun jetzt erstmal schnell zur Brennerei und dann noch zur Brauerei. Mal gucken, wie es da aussieht, was die noch schon da hat. Theoretisch können wir also schon mal die Zeit denn hochnehmen, wenn das Erstwasser rennen läuft. Aber wir müssen erstmal da ankommen. Deswegen sputen wir uns jetzt mal eine kleine Runde. So. Dann müssen wir uns zeitnah ein größeres Wasser Pferd holen, beziehungsweise Fass, dass wir hier mehr Punkte ansteuern können mit einmal und daher müssen wir uns mal darum kümmern, dass wir dann mehr Wasser kriegen. Und nun hauen wir erstmal das Wasser runter, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht geblitzt werden. Aber wir sputen uns mal eine kleine Runde, so dass wir wenigstens hier noch was schaffen und daher immer schön ordentlich lang hin und das Zeug dahin gebracht, wo es hin muss. Wie gesagt, heute mal Wasser und dann geht es nämlich auch weiter. Weiter mit unserer Produktion abklappern, wo wir was haben, mal gucken, was wir da haben. Denn wir brauchen noch bei Obstanlage haben wir schon fast alles da. Glaube ich. Aber können wir mal gucken. Aber wir müssen erstmal hier anhalten, Wasser abladen. Dann können wir in schöner Zeit den Traktor noch wegfahren und auch die Zeit hochnehmen. Dann kann man nämlich dich auch schon mal zur Seite stellen, dass wir hier wenigstens dich in die freie Bahn haben und jetzt müsste auch theoretisch schon anlaufen. Aber wir könnten ja mal auf der Schnelle mal Ohr drauf halten, wo wir auch hin müssen. Also, wir haben das Sägewerk, den Kompostmaster, den Siebmaster, die Raffinerie. Da können wir mal reingucken und da sieht es aus. Raps nach Vollsonnenblumen. Relativ einfach, aber nur 19% drinne. Die Brauerei, die braucht erstmal, so wie es aussieht, gar nichts. Da können wir die Zeit hochnehmen und da können wir auch gleich mal bei der Bäckerei, da haben wir auch noch. Da fehlt noch eine Zutat, oder zwei, Sonnenblumen und Dinkel. Dann macht sie Brot, da können wir theoretisch was hinfahren. Die Brennerei, die müsste jetzt die Arbeit aufnehmen. Theoretisch müssten wir nochmal einen Schwung Wasser hinfahren. Aber wir können hier noch durchgucken. Sandgrube, was hat die? Die ist auch gerade mit 22 drinne und hatten ja nicht viel. Unser Siebenmaster, unser. Ach, das ist unser Dingsbums. Kraftwassermischer, Schweinemischer, Zuckerproduktion haben wir noch nicht drin. Kirschfarben, da sind wir auch schon weit dran. Da fehlt uns bloß auch Torf und ein bisschen Wasser. Die Pflaumenanlage, da haben wir voll. Die Treidelmühle, wo hat die versteckt? Ach, ganz da oben. Konditorei, was brauchen wir hier? Wasser, Mineral, Dünger. Ach, unser Flüssigdünger. Hochsilo. Hochsilos brauchen wir da. Ach, das ist unser Dorfwerk. Hier können wir gleich mal hingucken. Da haben wir auch gerade mal 32%, da ist auch noch nicht viel passiert. Unsere Malzerei. Da können wir gleich mal reingucken. Da müssen wir
Da bräuchte man theoretisch Bus und Shop hinfahren, ist nicht mehr viel. Aber wir können noch mal durchgucken. Molkerei sind wir nicht drin in der Grastrocknung. Feinkost 2. Was machen wir denn bei Feinkost 2? Alles klar, ist zwar noch nicht ganz neu angefangen. Hier Eierhof 1, Eierhof 2, was brauchen wir da? Stroh, Mais, Tritikale, Wasser. Bei einem Eierhof 2 denken wir das gleiche und da kriegen wir 4000 Eier. Also haben wir noch nicht viel, aber Wasser können wir noch mal schnell fahren und daher werden wir uns jetzt auch mal um Wasser kümmern und deswegen aber auch schon ein bisschen die Zeit hochnehmen, dass es hier ein bisschen zügiger lang hinläuft. Dass wir endlich mal am nächsten Tag hier endlich mal zügig losfahren können mit ja mit Wasser und Co. So dass wir hier wenigstens sag mal um den Zweig kommen, dass wir die ersten Produktionen ja kriegen, das erste Zeug zu Geld machen können und dann geht es nämlich auch schon weiter mit der Produktion Schnaps und Co. Dann müssen wir uns noch diese schnappen, da den hochfahren, in der Hoffnung, dass unsere Kompostmasse noch ein bisschen lang hinarbeitet. Und daher müssen wir uns mal ein bisschen zusammenreißen mit dem Diesel. Wie gesagt, wir brauchen auch relativ viel Diesel, weil unsere Maschinen die auch reichlich schlucken und die anderen Produktionen brauchen diese Sandkuh, braucht diese, das Torfwerk braucht diese. Deswegen müssen wir uns mal ein bisschen zusammenreißen. Und so ein bisschen aufs Geld, auf diese ein bisschen beachten, dass wir den dauerhaft am Laufen behalten. Aber erstmal hier in Jange bringen. Denn wir müssen auch noch unser Soja in Jange bringen, dass wir da ein bisschen auf den grünen Zweig kommen. Dann müssen wir halt auch unsere Sonnenblumen noch fahren, dass wir die runter hochkriegen zur Bäckerei. Und dann müssen wir zeitnah den Dinkel anreißen, dass wir den wegkriegen. Und deswegen müssen wir das erstmal richtig losruppen, so dass wir endlich auf den grünen Zweig kommen und jetzt einmal das Wasser holen können. Daher müssen wir uns erstmal sputen. Dann können wir nämlich gleich zur Brauerei fahren und dann gleich noch weiter zur Obstfarm. Das liegt da alles auf einen Fleck und daher können wir zusammen hinfahren. Dann müsste es ja theoretisch auch reichen, was wir damit haben. Das Wasser, meine ich. Aber nun hauen wir uns erstmal den Hänger voll. Und so wie es aussieht, können wir auch gleich die Sämaschine wegfahren. Aber wir werden hier gleich stehen bleiben, weil wir hier auch gleich Soja anfangen müssen. Und deswegen warten wir noch den Moment. Aber gucken gleich nochmal rüber, was unser Seedmaster sagt. Der läuft noch, so wie sich anhört. Aber daher müssen wir uns einmal das Wasserfass kümmern, dass wir das voll kriegen und dann unseren Kompost mehr Master leer machen. Und daher, ach nicht Kompost Master leer machen, den Kompost Master hinterher leer machen, dass wir wenigstens da ein bisschen Überschuss kriegen an Zeug. Aber so wie ich sehe, wir haben gerade mal 40 Minuten, das sind also noch 5 Minuten zu machen. Denn ich habe schon mal die Staffel aufgenommen, wir sind noch nicht auf eine neue Aufnahmesession und daher haben wir jetzt noch die Staffel durch und dann ist die auch schon mal fertig. Dann haben wir auch schon, ich weiß noch nicht welchen Tag jetzt wir im Jahr haben. Soweit wie ich es weiß, habe ich den 4. oder 3. erst angefangen, 3., 4., 5., 6., also Freitag eventuell. Aber wie gesagt, da muss ich mir jetzt auch noch sputen, weil wir müssen noch schaffen, wie Wettmesser, aber wir haben noch nicht viel geschafft. Und daher ziehen wir jetzt den Finger und machen jetzt unsere Raffinerie noch fertig. In der Hoffnung, dass wir das Wasser wegkriegen. Ansonsten sehen wir ziemlich alt aus. Aber die Meisterei in Jange kriegen und Co. und Co. und Co.
Auch theoretisch könnte man gleich mal die Zeit richtig hochnehmen. Wenn wir da unten ankommen, dass wir da unten, wenn wir ankommen, mal ankommen, da pünktlich ankommen, da wir vor der Tür stehen. Aber wir müssen uns langsamer darum kümmern, dass wir unsere Siebmaster eigentlich lange weiterbehalten, dass wir uns hier auf Grundeis läuft. Also müssen wir da auch hin, wir mal einen Ohlen halten und hier aus unserer Obstanlage und denken wir die halt auch bald wieder zu. Dann stehen wir halt vor verschlossenen Türen. Aber wir können auch noch reichlich erstmal fahren hier, aber hier steht oben ein Blitzer. Oh, wir sind gerade beigesteuert an den. So, aber hier müsste theoretisch schon wieder zu sein. Und es ist noch offen. Deswegen schwemmen wir gleich mal das Wasser ab. Und fahren schnell noch mit denen hier hoch zum Siebmaster, dass wir wenigstens noch ein bisschen in der Produktion bleiben. Sputen uns jetzt mal und daher heißt es heute noch in groß Action gehen. Das Wasser runter schmeißen und dann auch zeitnah noch vorbereiten für die Ernte. Komm, wir können die Zeit wieder runternehmen. Ja, die Zeit runternehmen, weil ich habe die Befürchtung, dass unser Siebmaster jetzt mittlerweile schon vollgelaufen ist. Und daher spulen wir uns jetzt mal ein bisschen. Und unser Wasserfass, das steht auch stille, weil Anlage voll. Aber wir müssen auch diesen. Da kann man mich gleich in U drauf halten, da kann man eventuell ein bisschen Soja anfangen zu dröschen, dass wir da wenigstens noch im grünen Zweig kommen. Und dann unsere Dieselanlage befeuern, so dass wir da im grünen Zweig kommen, endlich mal, dass wir einen Überschuss haben an Zeug. Grün hier halten, da heißt es also im Wachstum, aber müssen wir schnell hochfahren zu unserer Kompostmaster, den leer machen, eventuell, denn haben wir nämlich auch da schon mal einen grünen Zweig und deswegen müssen wir das mal sputen und lassen den hier auf 5 laufen, nee, auf 30 reicht erstmal. So, auch die halbe Nacht ist auch schon mal oben, da wird auch gleich demnächst groß Geld fließen, wegfließen. Denn wir müssen noch für die Zinsen und Co. und Pipapo. Da wird also demnächst keine Freude auftauchen. Ich dachte, habe. Daher werden wir uns gleich noch ein bisschen ums Kompost kümmern, um die Master. Und da hauen wir uns erstmal uns die Fuhr voll, so lange in Dorfen, dass wir die Fuhr wegkriegen. Dann hier mal die Schaufel macht hier 9% Saatgut. Jedes Mal. Also müssen wir da eingeschaufeln, bis wir da auf den grünen Zweig kommen. Fahren, weil wir hier kein Getreide mehr drin haben. Deswegen fahren wir jetzt uns den ersten Hänger voll. Fahren den gleich weg, aber in der Zeit nehmen wir die Zeit runter. So. Denn wir müssen uns erstmal sputen, dass wir wenigstens noch Saatgut dran kriegen. Dass uns der nicht dauerhaft still steht, machen wir jetzt noch gleich den ersten Hänger voll und dann kann er nämlich auch weiter.
kann wie auch der hintere enger genutzt werden für unseren Kompost. Da haben wir in der Hoffnung, dass wir da noch ein bisschen was in Gange kriegen heute in den nächsten Tagen. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch recht herzlich, dass ihr mir mal eingestellt habt. Also bis zum nächsten Mal. Sagt euer Matze ein schönes, liebes Dankeschön, dass ihr mir mal eingeschaltet habt. Lasst doch einfach mal was da, wenn es euch weiter so gefällt. Und sagt mir einfach, welche Karte euch am besten noch gefällt oder nicht so gefällt. Ob ich was anderes machen soll oder so. Sagt einfach Bescheid, denn weiß ich Bescheid, dann kann ich es auch ändern. Wenn ihr nichts sagt, kann ich auch nicht ändern. Und deswegen sagt auch einfach mal Bescheid, wie es euch gefällt. Meine Spielweise und deswegen gerade einmal mal reinschreiben.